So, ihr Lieben, wir sind beim Joghurtbecher-Treffen und den Camping und Outdoor Days hier bei Berlin, Kleisto beim Spargelhof. Und Leute, ohne Quatsch, ne? Es ist wirklich Hammer, wenn ihr mal hier auf den Himmel guckt. Und in ganz Deutschland ist gerade leider Weltuntergangsstimmung. Ich halte allen die Daumen, dass alles gut geht. Überall ist Unwetterwarnung, Evakuierungen und. Und ja, ihr seht selber, ne? Wir haben hier gerade Kaiserwetter. Wir laufen kurze Hose, T-Shirt und ja, wir hatten schon wirklich, wirklich Angst. Guck mal, da hinten ist auch der Tobi. Tobi ist da gerade. Was machst denn du da? Ich halte das Zelt, weil der Wind reingefahren ist und aufgemacht hat. Oh. Wenn man das natürlich professionell. Ja, du machst das. Guck mal, da ist der Lukas und die Jenny von Camping App EU. Da steht der Sascha von Camp Nation und Camp Republic. Da hinten stehen wir. Da hinten steht auch Karl Regal. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist schon fast unverschämt hier. Ne? Wir können ja einfach mal hier so ein bisschen rumlaufen. Gehen wir mal hier rüber. Tobi fummelt. Dann gehen wir gleich noch mal rüber zum Stellplatz. Guckt mal hier, hier ist auch die Firma Dinnebier. Auch da noch mal ein ganz großes Dank für die Teilnahme hier vor Ort. Ich guck mal, verlinke ich unten mal in der Videobeschreibung, könnt ihr dann auch gerne mal drauf gehen. Wir haben hier Imbisswagen, hier gibt es gerade Gebäck. Lecker, oh, da gibt es Kuchen. Sehr, sehr geil. Hier haben wir dann nachher wieder Vorträge, wie bei jedem Treffen. Schön mit den Tippis. Gehen wir nochmal hier rüber. Wir haben hier einiges an Ausstellern vor Ort. Ich habe einfach gedacht gehabt, ich mache mit euch mal hier so einen kleinen Rundgang. Und dann kann man sich das Ganze hier so ein bisschen mal anschauen. Der Spargelhof hier in Kleisto ist auch ganz cool heute. Heute ist so ein Kindertag mit ja, Marschkapelle und dann können die Kinder hier Eis dekorieren, also so Eistoppings machen selber. Dann haben die ja hinten den großen Erdbeer-Selbstpflück, das Selbstpflückfeld. Die haben einen Streichelzonen-Kletterwald, richtig geil. Hier ist auch wieder Band. Moin! Guck, guck, ne? Moin! Also wir haben hier wieder einiges am Start. Und es ist auch echt schon gut was los, ne? Wir haben jetzt kurz vor 11. Wir haben ein paar Fahrzeuge hier. Ein paar Aussteller halt. Ja, und so sieht es halt immer bei uns aus, wenn hier solche Treffen sind und solche Veranstaltungen. Und ja, wenn ihr da mal Bock habt, guckt einfach mal auf der Seite von beispielsweise Vans & Friends. Und da halt bei den Events. Da haben wir dann immer wieder, der Peter macht dann da die ganzen Termine rein, wo wir sind, wann wir wo sind. Oh, oh Leute, Geruchsfernsehen. Hier gibt es lecker Popcorn. Und hier die Parkplätze, die füllen sich jetzt alle so langsam. Und hier ist der Stellplatz. Heißt, auch wenn die Veranstaltung hier nicht mehr ist, könnt ihr hier einfach mal rüberfahren, also hinfahren. Das Geile hier an dem Stellplatz ist, dass ihr rund um die Uhr anreisen könnt. Ihr könnt euch vorne im Büro melden. Da ist ein Nachtwächter. Das heißt, ihr könnt hier auch wirklich um jede Uhrzeit ankommen. Finde ich total geil. Und dann könnt ihr hier drauf fahren. Ihr seht, hier sind einiges an Stellplätzen. Und ja, ist gut besucht. Wir haben ja mit unserem Joghurtbecher-Treffen konnte man sich ja Tickets holen. Und dann konnte man hier hinkommen. Hier hat man einen schönen Platz mit Strom, mit Wasser am Platz. Alles ist vorhanden. Da ist unser Schild. Dann einmal hier links rumfahren. Und dann füllen wir hier schön auf. Dort hinten ist übrigens dann auch die Fähr- und Entsorgung. Und daneben ist das Waschhaus. Da sind dann nochmal Toiletten drin.
Da hinten, so drehen wir mal die Kamera so rum, so. Da hinter ist der Kletterwald, da ist ein Streichelzoo, hier gibt es einen großen Spielplatz. Und ja, gehe jetzt noch mal eine kleine Runde und dann würde ich sagen, mach die Kamera nachher noch mal an. Jetzt bin ich noch mal gerade bei uns hier. Diese Stühle, ne? Der absolute Hammer. Also das sind ja Camping-Schaukelstühle. Und ihr seht, alle sind total begeistert und verblüfft. Du sitzt in den Stühlen, bist am Wippen und alle denken, ja, die kippeln mit den Stühlen. Nein, das sind tatsächlich Camping-Schaukelstühle. Gibt es auch bei Camp Nation im Shop. Guckt da auch mal vorbei. Links, wie gesagt, alle unten in der Videobeschreibung. Und ihr seht, ich habe auch mein Rad wieder mit. Das DYUT1. Hat auch schon großen Anklang hier gefunden. Finden alle klasse, weil, ja, sieht doch schick aus, ne? Und wir haben natürlich hier wieder Karl-Regal, ne? Hatte ich euch ja eben schon gezeigt. Martin ist schon schwer wieder am Beraten. Alex natürlich auch. Wie gesagt, habe ich ja auch schon das ein oder andere Video gemacht. Also wenn ihr mal so ein Regalsystem haben wollt und brauchen könnt für Kastenwagen oder fürs Wohnmobil, für die Heckgarage, seid ihr da auch auf jeden Fall richtig. Guck, da will wieder einer einen Stuhl haben. Da ist auch mein Bruder, der ist nämlich auch mit hier am Start dieses Wochenende. Da steht der Polmann vom Dirk. Da steht Sascha. Ja. Und da hinten steht auch Dirk und ist fleißig am Beraten für Zelte. Jetzt haben wir so ein kleiner Rundgang hier. Oh Leute, ohne Quatsch, ne? Wir haben so ein Glück. Ja, da hinten kommen jetzt so ein paar Wölkchen mal. Aber ja, wenn ich höre, was woanders los ist, denke ich mir, da haben wir einfach nur Glück gehabt. Und hier ist jetzt gerade wieder ein Vortrag vom Peter über Norwegen. Total interessant. Ich würde jetzt einen kleinen Exkurs machen. Das finde ich total schön. Hier ist dann Jenny und Lukas. Die leben ja in Norwegen. Und ja, die Vorträge sind auf jeden Fall immer schön. Müsst ihr euch mal angucken kommen. Hier haben wir dann noch, ja, wie gesagt, die Foodtrucks. Und ja, das war, wie gesagt, mal mein Rundgang hier über unser Gelände vom Joghurtbecher-Treffen und von den Camping- und Outdoor-Days. Wie gesagt, ich verlinke euch unten mal die Seite von Vans & Trends. Wenn ihr auch mal Bock habt, auf so ein Treffen oder Event zu kommen, dann sind da alle Termine. Und wir würden uns freuen, euch dann auch mal dazu sehen. Ist jetzt kein super aufwendig langes Video geworden, aber mal so einen kleinen Eindruck von dem, was wir hier immer so machen. Wie da hinten schaukeln wieder alle in den Schaukelstühlen. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal so ein bisschen. Ich würde mich über ein Like freuen und über einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, das macht mich auch immer froh, damit der Kanal weiter wachsen kann. Teilt das Video gerne. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis die Tage. Ciao, ciao.